Mein Angemon steht hier, Pflegefehler 0, keinen einzigen. Ich habe jetzt schon einen gemacht, leider. Von dem her vermute ich, dass es mit Angemon nichts mehr wird, was mich jetzt eigentlich so derbe ankotzt. Vermute mal, dass Lenita zu einem Ding wird, Numemon. Davon gehe ich jetzt aus. Auch wenn Patamon eigentlich relativ viele Entwicklungen hat, aber... Oh, verdammt, ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Ich hätte ja eigentlich neu laden können. Dann wäre das hier nicht passiert. Scheiße. Ich bin echt ein Idiot. Also, hör mal jetzt auch mal auf mit der Familiengeschichte hier von mir. Ich glaube, die interessiert keinen. So, was kann Patamon eigentlich alles digitieren? Das würde mich mal interessieren. Habe ich da eigentlich... nein, falsch. Habe ich eigentlich irgendwelche Digitationen von Patamon in der Liste stehen? Nein, kein einziges. Super. Da muss ich mal kurz zurückblättern und muss mal schauen, was hier denn alles steht bei Patamon. So. Einen Moment bitte. So, Palmon, falsch. So. Hier, Patamon. Patamon wird zu Trimogimon, Tyrannemon, Leomon, Angemon, Unimon, Ogremon, Nanimon und Numemon. Und Sukamon. Sukamon steht nicht auf der Liste, aber ja. Piximon ist wieder da. Hi Piximon! Kotzt mich jetzt echt an, dass ich da wirklich gepennt habe, als ich das gemacht habe. Ich hätte ja einfach neu laden können. Da hätte ich den Tag zwar nur mal von vorne beginnen müssen, aber es wäre nicht so schlimm gewesen. Da hätte ich ihm nämlich gleich ein Camping-WC gegeben im Ding. In der Arena. Ah, verdammt. Also ich hoffe jetzt wirklich, dass es zu Numemon wird. Das hoffe ich. Dann kann ich die Stadt nämlich mal sauber machen und kann Numemon zu Tode trainieren. Beziehungsweise auch die Pflegefehler voll machen. Warten wir einfach mal bis zur Digitation und danach werde ich sowieso mal Schluss machen für heute. Gleich zwei Digipilze am Strand, das freut mich. Mal schauen, ob hier noch ein dritter rumliegt, weil hier vorne, also hier ungefähr, kann noch ein Digipilz rumliegen. Also hier an diesem Ort können drei Stück rumliegen. Wehe, du machst mir wieder auf den Boden an den Hals. Da vorne ist eine Toilette, da gehen wir jetzt drauf, haben wir uns verstanden. Ich muss mal ganz kurz das Fenster zu machen, da einen Moment bitte. Fenster aufmachen, meine ich.
ich hoffe, dass euch das jetzt nicht so gestört hat, dieses knarzende Boden. Knarzend heißt es dann knarzend, oder? Bin mir nicht, so, nicht sicher. Aber es ist halt ein altes Haus. Mein Opa hat es gebaut vor vielen, 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 vielen Jahren. Und wir haben halt Holzboden. Und in dem Raum, in dem mein PC steht, ist der Boden auch noch alt. In vielen anderen Räumen, wie meine Küche, mein Schlafzimmer, mein Badezimmer, da ist der Boden erneuert worden. Neues Dämmmaterial, neues Holz und alles Mögliche. Also, der macht keine Geräusche mehr. So, und wir sammeln jetzt noch ein paar Digi-Pilze. Wobei ich muss echt sagen, momentan habe ich eine Monetarisierungssperre. Also momentan kann ich kein Geld mit YouTube machen. Wobei, so viel Geld mache ich mit YouTube, habe ich mit YouTube eh noch nicht gemacht. Das Höchste, was ich da mal bekommen habe, war 100 Euro. Aber wie gesagt, ich habe ja diese Monetarisierungssperre aufgrund von Duplikaten. Leider findet man dazu in Google gar nichts. Also, sprich, was diese Duplikatensperre wirklich ist, das steht nirgends. Aber ich kann mir das so vorstellen, weil ich habe innerhalb von kurzer Zeit aus Versehen drei gleiche Videos hochgeladen, ne? Das war einmal einmal war es Call of Duty. Dann eine Dokumentation über Katzen, die ich aus Versehen doppelt hochgeladen habe. Es war aber meine Schuld, muss ich ganz offen sagen, weil ich habe meine Dokumentation in einem Ordner und eigentlich nachdem die hochgeladen sind, lösche ich die Videos meistens aus diesem Ordner. Und bei dieser Katzendoku war es halt so, dass ich sie nicht aus dem Ordner gelöscht habe und einfach vergessen habe, dass ich sie schon hochgeladen habe. Und das dritte war ebenfalls eine Doku, die ich aus dem Ordner gelöscht habe. Und es war dann das dritte und ein Tag danach kam eigentlich diese Monetarisierungssperre für einen Monat. Danach kann ich mich dann erneut für die Monetarisierung bewerben. Das habe ich jetzt auch schon gemacht, im Dezember schon. Und dann stand da eigentlich Ende Januar sollten sie die Kanäle geprüft haben, weil sie prüfen das ja nicht mehr mal maschinell, sondern von Hand. Habe gewartet und gewartet und gewartet. Ende Februar stand immer noch da, bis Ende Januar, ne? Dachte schon, die brauchen jetzt ein ganzes Jahr, bis sie es endlich lösen. Und dann Ende Februar, so wirklich fast ganz am Ende vom Februar, haben sie es dann geändert und haben hingeschrieben, Ende April hoffen sie, dass sie alles gemacht haben. Jetzt ist Mitte März und ich bin immer noch nicht monetarisiert und es steht immer noch da, bis Ende April haben wir wahrscheinlich alles durch. Ah je. Ohne Scheiß. Ich finde sowas echt extrem nervig, ne? Ich sag's mal so, ich habe 1600 Abonnenten. Ich habe schöne Projekte. Ich habe Far Cry, ich habe Demon World, ich habe Dead Space 2.
Ich habe South Park, ich habe Yu-Gi-Oh! Also da könnten Sie doch jetzt endlich mal was machen hier. Es geht doch nicht. So, wir erhöhen jetzt mal sein Gewicht. Wobei, mir geht langsam das Fleisch aus. Ich sollte mal wieder fischen gehen und mal wieder Fleisch kaufen. Und auf jeden Fall hat YouTube bisher immer noch nicht meine Monetarisierung freigegeben, aber wir wissen es ja, es sind sehr viele Leute, die da monetarisiert werden wollen, viele Leute, die nicht mal monetarisiert werden können, weil sie einfach nur Scheiße hochladen. Aber ich war ja schon monetarisiert, von dem her können sie meine Monetarisierung ja wieder reaktivieren. Weil auf meinem Kanal hat sich nichts geändert, außer dass ich jetzt so mehr darauf achte, dass ich nichts doppelt hochlade. Aber wie gesagt, YouTube braucht so ewig dafür und es kotzt mich einfach nur an. Ich schaue wirklich jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag schaue ich rein. Wenn ich an den Computer gehe, das Erste, was ich mache, ist, ich schaue, ob ich wieder monetarisierbar bin, ob ich wieder monetarisiert wurde. Oder ob ich noch weiter warten muss. Ich schaue da wirklich schon jeden Tag rein. Ich habe schon vor Ende April jeden Tag reingeschaut, aber allerdings vor Ende April habe ich halt nicht jeden Tag reingeschaut und zwischenzeitlich schaue ich jeden Tag rein. Aber YouTube kriegt das nicht auf die Reihe. Wenn ich YouTube wäre, würde ich einfach mal 100 Leute nehmen, würde sagen, hier, ihr prüft heute die Kanäle und schaltet die mal frei, damit wir da mal hinterherkommen. YouTube wollte ja sogar noch Leute einstellen, die das machen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt die Angestellten schon gefunden haben oder ob sie immer noch auf der Suche sind. Aber wie gesagt, momentan ist so, dass momentan ist halt so, dass es noch nicht vorwärts geht hier. Ich habe auch heute Morgen schon reingeschaut, da stand auch noch da immer noch Ende April, also sprich, sie haben es bisher auch noch nicht auf die Reihe gebracht, das zu ändern. Obwohl das ja eigentlich ganz einfach geht. Und ich sag's mal so, bei mir ist ja eigentlich kein großes Problem, die Monetarisierung wieder zu aktivieren. Ich sag's mal so, ich bin bestätigter YouTube-Partner, ich habe 1000 Abonnenten, das 1000 Abonnenten Bananasiegel bekommen. Bananasiegel, ja. Hört sich zwar dämlich an, aber so heißt es halt. Also ich habe eine schöne E-Mail bekommen von YouTube bei den 1000 Abonnenten. Ich bin Banana. Und wie gesagt, bin Partner, ich bin bestätigter Partner, das heißt, eigentlich müssen Sie nur die Monetarisierung wieder anschalten, da hat sich die Sache schon erledigt. Aber nein, ich muss wie jeder andere warten, damit sie mich wieder freischalten. Während andere sich ja schon mit YouTube eine goldene Nase verdienen. Okay, ich verdiene jetzt keine goldene Nase. Ich verdiene auch nicht so viel mit YouTube.
Wenn es hochkommt, kriege ich vielleicht monatlich eine kleine Auszahlung von 50 Euro. Nee, 70 Euro, Entschuldigung. Ab 70 wird ja ausgezahlt, aber ansonsten läuft da gar nichts.